Hallo miteinander, willkommen bei Conan Exiles. Heute ein eher kurzes Video, bei dem ich euch zeigen möchte, wie ihr schnell und leicht an sehr, sehr viele Kristalle kommen könnt, um Glas herzustellen. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich wieder auf meiner kleinen Insel in der Mitte des Flusses und wir machen uns direkt auf den Weg, um zu der Stelle zu kommen, durch die ich irgendwann nur durch Zufall gestoßen bin, die auch mehr bietet als nur Kristalle. Wer mein letztes Video gesehen hat, wird ganz klar merken, dass es in Richtung des Lagers geht, an dem man die Tänzer findet. Und genau südlich davon liegt auch unser Ziel. Und da vorne ist nämlich schon der kleine Hügel, bei dem wir die Tänzer findet. Wir gehen aber jetzt nicht nach Osten, sondern direkt nach Süden. Und gehen über diesen Hügel. Hier erwarten uns erstmal mehrere freundlich gesinnte Imps, die alle darauf warten, geschlachtet zu werden. Einer. Kommt, ihr Süßen, kommt. Und ihr seht schon, was sich vor uns befindet. Juhi! Es ist immer schön, Fans zu begegnen. Und, jo. Okay. Einer geht noch. So. Das ist, soweit ich weiß, die einzige Höhle im Flussbereich selbst. Ja. So geht's ja wohl nicht. In dieser Höhle findet ihr auch mehrere Imps. Aber anders als in allen anderen Höhlen haben sie nicht diesen lächerlichen hohen Spawn-Faktor. 3, 1, 2, 3. Und hier kommt noch mal einer. Na, na, na. Junge, wo bist du? Juhu, da. Ihr seht hier schon diese Unmenge an Kristallen, zu der kommen wir sogar gleich. Denn das, was in dieser Höhle wirklich Spaß macht, ist das, was sich dahinter verborgen befindet. Na, rüber. Dieser verlassene Tempel. Ich finde es einfach genial von der Stimmung her. Auch diese Statue mit dem Licht, das hier oben einfällt. Ich habe die Stelle hier oben auch noch nie gefunden auf der Karte. Und das ist einfach eine von diesen Szenen, bei denen man wirklich merkt, die Entwickler haben wirklich Spaß daran, auch den Hintergrund der Welt auszuarbeiten. Weil man sich wirklich fragt, wie lange ist das her, dass das hier wirklich von Menschen besucht wurde und verehrt wurde. Man findet hier unten auch in der Hand ein Buch zum Mitnehmen. Und ja, wie ihr sehen könnt, gibt es einfach so unglaublich viele Kristall in der ganzen Höhle. Also wer wirklich vorhat, seine eigene Glaserei aufzumachen, der wird hier glücklich. Ich nehme jetzt eigentlich nur so viel mit, um zu zeigen, was ich alles mitnehmen kann. Grant us the power of your might, the eternal strength of Hanuman.
Wer hier noch ein bisschen Wasser nachschaut, kann auch hier in der Tiefe noch etwas Blaues finden, was sich zum Färben hervorragend eignet. Davon gibt es mehrere Stellen hier. Nochmal eine. Glowing Goop. Frag mich bitte nicht, wie ich leuchtenden Glubsch übersetzen soll. Und ja, Kristalle, Kristalle, Kristalle. Und wie ihr sehen könnt, haben die Imps nicht respawned. Das heißt, ihr habt wirklich alle Zeit der Welt, diese Höhle zu erkunden, ein Kristall mitzunehmen, was ihr nur tragen könnt, und irgendwann wieder ins Tageslicht zu gehen. Draußen allerdings erwarten uns dann direkt unsere netten alten Freunde. Oh, doch ja. Juhu, ich bin's. Genau. Oh, hey! Vielleicht drei Vererber. Ah! Das habe ich auch nie geschafft, ehrlich. Oh Mann. Okay. Ach. Dieses Spiel ist ab und zu immer für einen Lacher gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut.